Sega. Du bist mein Sohn, aber ich habe alles getan, um dich zu schützen. Die Götter sind dir gnädig, Octavian. Du bist ein guter Soldat. Ich bin ein Politiker. Wir haben schon genug Politiker. Noch mehr Reden im Senat werden die Welt nicht ändern. Rom stirbt. Warum standest du wohl in der Gunst Caesars? Ich war loyal. Nein, Octavian. Er hielt dich für fähig, sein Erbe fortzuführen. Nicht um ihm zu folgen, um ihn zu übertreffen. Antonius ist nicht zu trauen. Sein Herz ist in Ägypten. Wir müssen einsehen, dass ein Bürgerkrieg bevorsteht. Wie soll Blutvergießen römische Bürger retten? Du sollst sie nicht retten. Du sollst sie anführen. Alle Männer sorgen sich, wenn ihr Moment kommt. Ich bin nicht Caesar. Ich habe seine Stärke nicht. Er wurde verehrt. Auch du wirst verehrt werden. Denke nicht wie ein gewöhnlicher Mann. Handle so, als seist du unsterblich. Und tu, was noch nie getan wurde. Mein Sohn, ohne einen Anführer wird Rom untergehen. Euch bietet sich die Möglichkeit, die großen Taten eures Vorgängers zu überbieten. Das Bündnis mit Marcus Antonius und Lepidus, wenn auch schwach, lässt euch eure Länder schützen und ausweiten. Eure gallischen Freunde werden erneut von wandernden Germanen heimgesucht. Besiegt sie und erobert ihr Gebiet zum Ruhme Roms. Bedenkt auch Pompeius, den Sohn des Feindes eures Vaters. Seine Flotte gefährdet eure Küste. Euer letztendliches Ziel muss jedoch die Herrschaft über die Republik sein. Stehen Beziehungen auf der Kippe, darf dies euer einziger Gedanke sein. Fordert euer Geburtsrecht. Nutzt den Tag. Zu euren Diensten. Bereit zum Kampf! Wir haben feine Waren und ihr besitzt sicher aus vieles. Was? Reden ist oft ohne Gespräch.
Betet zu den Göttern der Toten. Eure Torheit hat den Zorn und die Macht der gefürchteten Legionen erweckt. Hey, man.